Ja, herzlich willkommen zu Just Cause 3. Nicht die Adventure, sondern eine kleine Sonderfolge, weil, ich mag es gar nicht sagen, aber ich habe Just Cause 3 durchgespielt und wir wollen uns in dieser Folge den Endgegner ansehen. Es ist ja klar, dass natürlich irgendwann der Kampf mit Di Ravello stattfinden muss. Und das ist jetzt der Fall. Das ist die letzte Mission. Und es spielt tatsächlich auf dieser einsamen Insel, von der ich ja immer gedacht habe, dass da später nochmal durch einen Download noch was dazukommt. Ist aber gar nicht. Das weiß ich noch nicht. Wir fliegen da jetzt mal hin und dann schauen wir mal, was da so geht. Okay, was wirst du machen? Ich habe überlegt, ins große Business einzusteigen, aus einigen meiner Garagen Autohäuser machen, Verkäufer werden, weißt du? Wirklich? Ja, ja! Hey, wollen wir Partner werden? Friedung etc. Automobile vom Feinsten. Unsere Verkäufe sind revolutionär. Also, sagen wir mal so, unabhängig von diesem mehr oder weniger sinnvollen Dialog, ist das schon sehr aufregend gerade, weil wir nicht wissen, was auf uns zukommt. Di Ravello ist mit seinem goldenen Helikopter in diesen Vulkan geflogen. Was man wissen muss bei dieser Mission ist, man kann den Rebellenabwurf benutzen. Und was ihr ja schon wisst, wenn ihr meine Just Cause Adventure-Serie gesehen habt, ich habe auch den goldenen Helikopter. Den goldenen Di Ravello-Helikopter. Das heißt, da stehen sich zwei ebenbürtige Gegner gegenüber gleich. Ich breche hier jetzt immer die Videosequenzen ein bisschen ab. Helikopter hat ein Bavariumschild. So, Di Ravellos Helikopter hat ein Bavariumschild. Meiner auch. Also, gehen wir da mal runter. Man kann hier oben noch Signale abholen, wenn man noch keine hat. Und dann geht es da runter in den Vulkan. Und das Schwierige ist jetzt auf jeden Fall, sich erstmal den Helikopter liefern zu lassen. Aber man hat natürlich dann, sobald man im Menü ist, ja beliebig Zeit, das in Ruhe auszusuchen. Aber man muss zumindest mal einen Punkt finden, wo man den liefern lassen kann. Und dann natürlich auch da reinkommen, ohne dass man schon von dem anderen erschossen wird. Schieß ihn ab! Wir sind bei dir, Rico. Geh da jetzt runter. So, ab in den Rebellenabwurf und wie gesagt, ich habe ja den goldenen Helikopter schon. Gehen wir nach unten. Ne, nicht Flugzeuge. Helikopter. Und da ist der goldene Urgamistitel. Urgamistitel. Keine Ahnung. Es gibt den auch nicht golden, aber dann hat er kein Schild. Ich verrate aber nicht, wie man den bekommt. Aber offensichtlich bekommt man ihn auch schon, bevor man das Spiel beendet hat. So, ich habe ihn mir da mal hinliefern lassen. Und dann heißt es so lange zumindest auszuweichen seinen Raketen und seinen Angriffen. Der kommt da selber, wird nicht angegriffen, solange man da nicht drin sitzt. Wenn man dann irgendwann drin sitzt, dann sollte man, beziehungsweise wenn man da hingeht, dann sollte man aufpassen. Weil er schießt dann natürlich auf einen. Aber solange, der Helikopter wird selber nicht angegriffen. Der steht da nur so. So, also schnell rein und schnell weg. Und das Bavariumschild aktivieren. Warte, bis der Schild offline ist. So. Der grüne Balken da ganz links zeigt den Zustand meines Bavariumschildes. Lädt sich mein Schild wieder auf. So, und jetzt kann ich es sofort wieder aktivieren und dann kann er mich mal mit seinen komischen Raketen. Also hier sind tatsächlich zwei ebenbürtige Gegner. Di Ravello in seinem goldenen Kopter und Michi ebenfalls. Da war ich nicht hoch genug. Ich sag mal so. Ohne viel zu spoilern, das ist Piece of Cake mit dem Heli. Deswegen sollte man vielleicht darauf abzielen, den zu bekommen. Nun gut, es ist ja auch nicht so schwer herauszufinden, wie man den kriegt. Und es ist eigentlich nur langwierig, ihn zu bekommen, aber nicht schwierig. Und danach ist diese Final-Gegner-Mission hier einfach wirklich super easy. Die Zeit.
Und da mein Schild genauso lange hält wie seiner, sind wir da wirklich ebenbürtig. Wobei er trifft mich natürlich ab und zu, aber er ist... Also es ist ein unfairer Kampf, muss man sagen, und zwar zu meinen Gunsten. So. Noch ein paar Raketen rein. Es gibt auch Kontrollpunkte tatsächlich, also sollte man dann doch hier abkacken, fängt man nicht ganz bei Null wieder an mit seinen oder bei vollen Feindschilden, aber ist eigentlich nicht nötig. Ihr werdet sehen, das erfordert jetzt nicht besonders das Spielgeschick. So, das war's. Jetzt kommt eine Zwischensequenz. Ich finde nach wie vor diesen goldenen Kopter super. Aber ihr habt gesehen, das war wirklich easy peasy. Fast zu leicht, muss ich sagen. Sie können mir nichts anhaben, Rico Rodriguez. Ich bin Sebastiano di Ravello. Ich werde nicht brennen. Ich werde nicht sterben. Ich... Sie... elender Mistkerl. Wenn Sie meine Herrschaft beenden, stürzen Sie ein ganzes Land ins Chaos. Medici wird ohne mich untergehen. Gut, aber eins sollten Sie wissen. Es war Ihr Tom Sheldon, der alles eingefädelt hat, was mich an die Macht gebracht hat und Sie zum Weisen gemacht hat. Ich war eine Enttäuschung für mein Volk. Ich war eine Enttäuschung für mich selbst. Ich habe zugelassen, dass diese imperialistischen Hunde über Medici und mein Volk bestimmen konnten. Das musste sein. Tut mir leid. Ja, und damit ist das Spiel, zumindest der Missionsteil, beendet. Und alles befreit ist ja auch schon. Im Grunde ist die Spielwelt jetzt offen. Jetzt gibt es die Endcredits, die könnt ihr euch angucken. Danach geht es noch ein bisschen weiter, dazu sage ich aber nichts mehr. Einfach mal im Video entweder vorspulen oder die Credits auch ruhig angucken. Und 30 Xbox-Punkte gibt es auch noch, darf man nicht vergessen. Da. Also wie gesagt, guckt euch die Final Credits an und danach gibt es noch einen kleinen Hinweis, was man dann in der Spielwelt noch machen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Let's Play. Tschüss!
Das Ministerium für Erleuchtung und Stabilität möchte hiermit die Gerüchte über den Tod unseres geliebten Generals kommentieren. Die offizielle Haltung der Regierung dazu lautet: Keine Leiche, kein Problem. Vermutlich nimmt General Di Ravello nur eine wohlverdiente Auszeit. Er ist tot! Er ist tot! Vive la General, falls es einen General gibt!